Um 6 verlegen wir. Wie sieht's bei Ihnen aus? Na, schaffen wir gerade noch. Ich besorge Ihnen eine provisorische Verbindung zur Werkleitung, falls irgendwas ist. Wie sieht's bei Ihnen aus, Herr Vetter? Naja, alle Batterien voll geladen. Ich brauche nur noch den Hebel umzulegen. Und die E-Maschine? Die wurden uns dann auch Freitagnachmittag von der Werftleitung als betriebsfertig gemeldet. Meier. Hier, Brodersen. Ich habe ein Attentat auf Sie vor, Kapitän. Könnt ihr eine halbe Stunde früher verlegen? Ich brauche dringend Ihren Platz. Aber das wäre in 5 Minuten. Wie sollen wir das machen? Kapitän, ich bitte Sie, ist wirklich sehr dringend. Ich brauche den Platz. Okay, okay, ich werde sehen, was Sie machen lässt. Ende. Beide Maschinen voraus, 110. Beide Maschinen voraus, 110. Beide voraus, 110. Ich gehe nach innen zum Fahrstand.
Beide Maschinen voraus, 110. Beide Maschinen, stopp! Kanzlei Dr. Niesen? Tag, Frau Griesmann. Hier ist Rühle. Ah, Tag, Herr Doktor. Sie wollen gewiss den Prinzipal. Der hat einen Gerichtstermin, müsste aber eigentlich gleich eintrudeln. Wenn man vom... Da kommt er gerade. Tag, Frau Griesmann. Dr. Rühle von der Werft. Tag, Herr Rühle. Grüß Gott, verehrter Kollege. Wir hatten heute Morgen einen scheußlichen Unfall auf der Werft. Wir wollten die UX3, eines der Boote, die wir für technisch überholen, verlegen. Dabei ist ein Maschinenbauer von einer Antriebswelle erwischt worden. Tot. Eigenes Verschulden? Ich fürchte, die Sicherheitsbestimmungen sind nicht so korrekt eingehalten worden, wie es bei strenger Auslegung erforderlich gewesen wäre. Wurde die Besatzung von Ihnen gestellt? Ja. Kapitän Brodersen und sein zweiter Ingenieur werden sicher mit einer Seeamtsverhandlung rechnen müssen. Der Mann ist völlig fertig. Darf ich Ihnen Brodersen und seinen zweiten Ingenieur mal vorbeischicken? Aber selbstverständlich, Herr Rühle. Wiedersehen. Wir wussten nur, dass außer uns beiden noch 4 Mann Bootsbesatzung und 3 Funktechniker an Bord waren. Von dem armen Kerl im Badelt hatten wir keine Ahnung. Mhm. Wann sind Sie denn an Bord gegangen? So gegen 5 Uhr. Die Techniker aber schon früher. Da müsste also Bartelt schon da gewesen sein. Ja, aber der Pförtner am Südtor hat ihn nicht gesehen. Von der Werftleitung war uns das Boot als betriebsfertig gemeldet. War UX3 denn betriebsfertig? Ich meine, Sie hatten doch noch die Funktechniker. Ja, betriebsfertig. Die halbe Stunde hat uns natürlich gefehlt. Ja, Wolters, der Leiter der Maschinenbauabteilung, hat uns ja sogar eine halbe Stunde früher vom Liegeplatz verscheucht. Hätten Sie sich den Anordnungen von Herrn Wolters nicht widersetzen müssen? Sie hätten doch noch einen Rundgang durch das ganze Boot gemacht, also auch durch den Maschinenraum. Und Bartelt würde noch leben. Wir haben ein sehr kollegiales Verhältnis zur Werftleitung. Und wenn uns einer der Chefs bittet, dann... Bittet? Ach, die haben das gar nicht angeordnet. Wissen Sie, ob bitten oder anordnen, Wolters brauchte den Platz. Herr Brodersen, ich frage Sie das alles nur, weil genau das auch das Seeamt fragen wird. Ihre Antworten können Sie ja Patent kosten. Sie, Herr Vetter, waren doch speziell für die Technik verantwortlich. Was werden Sie antworten? Ja, wenn wir die halbe Stunde noch für unsere Vorbereitung gehabt hätten. Ja, ich wäre wahrscheinlich noch in den Maschinenraum gegangen. Nein, ich bin sogar ganz sicher, ich hätte noch einen Kontrollgang gemacht. Sie wissen, dass sich aus der Seeamtsverhandlung straf- und zivilrechtliche Konsequenzen ergeben werden. Herr Vetter und ich wissen, was für uns auf dem Spiel steht. Noch eines. Was wäre geschehen, wenn Sie die Bitte von Herrn Wolters, die Bootsverlegung um eine halbe Stunde zu verschieben, abgelehnt hätten? Herr Wolters hat das, was die Werftleitung verlangte, nur höflicherweise in ein Bitte gekleidet. Sie sind Angestellter der Werft. Wenn Sie diesen Job verlieren, gibt es dann noch eine andere Möglichkeit, als Kapitän zu fahren? Als U-Boot-Kapitän. Mit 55 Jahren. Wenn nicht ein Wunder geschehe, müsste ich stempeln gehen. 55, mein Gott, und Stempel. Sie kennen ja Brodersen. Ein gestandener Mann. Ja, ich bin auch 50. Sie sind auch so ein gestandener Mann. Aber ich bin Beamter in Ruhe und habe ausgesorgt. Aber Bartelt war Anfang 60 und hat noch nicht ausgesorgt. Trotzdem, was hatte der morgens um 5 auf der UX3 zu suchen? Was sagt der Arzt? Man ist in seine Frau wieder... Ich meine, so ein Schock geht da mal irgendwann vorbei, ne? Naja. Das, was die Personalabteilung über den Erwin Bartelt weiß, das hört sich an, als wolle man ihm ein Denkmal setzen. In der ganzen Werft habe ich immer nur gehört, ehrlich, pflichtbewusst, hilfsbereit. Das passt. Ja. Dann geh mal her. Oh. Dann wird er sich eben umziehen müssen. So ein großes Problem kann das für ihn auch nicht sein. Was ist denn mit dir? Ich dachte, wir wollten zusammen essen gehen. Ach, Julchen, ich bin ja so kaputt. Ja, nur dazu. Na, halt doch mal. Du machst doch die Verträge mit der Werft, die U-Boote für Peru baut. Ja. Die Werft will doch keine Schererei. Und Brodersen soll möglichst ungeschoren davon kommen. Das ist alles schön und gut. Aber was ist mit der Witwe? Komm, wir gehen essen. Er ist tot. Wer Schuld hat, das will ich gar nicht wissen. Aber wir müssen das wissen. Einmal, weil der Schuldige bestraft werden muss und zum anderen, weil so etwas nie mehr passieren darf. Ich habe ihm noch abends gesagt, es ist so verrückt, um 3:30 aufstehen, nur damit die Maschine um 6 läuft.
läuft sie ihm um 7. Davon geht die Welt doch nicht unter. Ihr Mann hat also die Arbeit am Freitag nicht mehr ganz geschafft, ne? Das war nämlich so, meine Tochter und ihr Verlobter, die sind übers Wochenende zu Besuch gekommen aus Wuppertal. Na, jetzt machen sich die Kinder bittere Vorwürfe. Andere müssen sich Vorwürfe machen. Ihr Mann war sehr pflichtbewusst. Er hatte seinem Freund, dem Karl Wolters, fest versprochen, dass die UX3 Montag um 6 ablegen kann. Sagen Sie mal, es gab doch einige Entlassungen in der letzten Zeit. Hat Ihr Mann auch Angst um seinen Posten gehabt? 62, alle Älteren hatten Angst, aber Erwin, der wollte gern bis 65 weiterarbeiten. Auch wegen der Rente, es gibt ja dann mehr. War Ihr Mann gesund? Ich meine, das ist doch eine sehr schwere Arbeit. Ich wollte gern, dass er schon früher aufhört. Über 30 Jahre Schicht, eine Woche früh, eine spät, eine Woche Nachtschicht. Es hat ihn fertig gemacht, uns alle, ganze Familie. War er mal beim Betriebsarzt? Ja, zuletzt ziemlich oft. Der wollte ihn auch gern aus der Schicht raus haben. Aber er wollte nicht. War nichts zu machen. Er hat immer gesagt, noch ein Jahr im Laufschritt, dann kriege ich vielleicht einen Posten in der Materialverwaltung. Da sitzt nämlich ein Freund von ihm, der Schwormste, der sollte ja dem Wolters Bescheid sagen. Bescheid, dass die Maschine erst Montag früh um 6 Uhr betriebsbereit ist. Herr Schwormstedt, ich bin vom Justiziar der Werft, Herrn Dr. Rühle, beauftragt, Kapitän Brodersen und Herrn Vetter, seinen zweiten Ingenieur, vor dem Seeamt zu vertreten. Ja, was soll ich da noch alles sagen? Ich war Erwin Bartels Freund. Ich bin jetzt noch ganz fertig. Das sind alle seine Freunde. Auch Herr Wolters. Dieser tüchtige, pflichtbewusste, arbeitsame Maschinenbauer, der seit seinem 14. Lebensjahr, also seit 48 Jahren, in dieser Werft arbeitet. Das hört sich ja gerade so an, als hätten wir Schuld an dem Unfall. Jedenfalls hat in dieser großen Organisation irgendjemand nicht richtig gehandelt. Sonst wäre Ihr Kollege noch am Leben, oder? Ja. Hier ist auch was nicht richtig gelaufen. Ah ja, guck dir die an. Dann schicken uns die in einen versiegelten Beutel. Gut, dass ich es noch gemerkt habe. Alle gerissen. Na, gib mir mal ein paar neue. Willst du etwa heute noch montieren? Na, nee, das geht ja nicht. Ich habe meiner Frau versprochen, so gegen 6 Uhr zu Hause zu sein. Die Hannelore kommt mit ihrem Verlobten aus Wuppertal. Und wenn ich da nicht da bin zum Empfang, dann denken die gleich wieder, ich habe was gegen die Türken. Ich hätte was gegen Türken, als Schwiegersohn. Oh, Fritze, da hast du mit deiner Lütten ja noch ein paar Jährchen Zeit. Oh, bis dahin ändert sich noch eine Menge. Mein Türke lernt sogar Skat. Alles meinetwegen. Du, gib mir mal die Nummer vom Karl Wolters. Ich muss ihm ja nun sagen, dass das heute nicht geklappt hat. Der Karl ist nicht mehr im Büro, der hat schon Mittagsfeierabend gemacht. Aber der ruft nachher nochmal an, soll ich ihm was ausrichten? Ja, sag ihm schönen Gruß, aber es hat heute nicht so geklappt. Aber er kann sich drauf verlassen, am Montag früh um 6 ist die UX3 startklar. Wenn er nicht mehr anruft, dann lege ich ihm einen Zettel auf den Tisch, dass er mich nachher anruft. Also Montag früh. Er ist immer schon vor 5 da. Hier mit eröffne ich in der Sache Unfall mit Todesfolge auf der UX3 die Verhandlung. Am 9. Juli 1979 geriet beim Anfahren der Maschinen auf UX3 der Maschinenbauer Erwin Bartelt zwischen eine rotierende Wellenkupplung und deren Abdeckblech. Er verunglückte dabei tödlich. Keinem der an Bord verantwortlichen Personen, weder Kapitän Brodersen noch dem Ingenieur Vetter, war bekannt, dass sich der Maschinenbauer Erwin Bartelt an Bord des Bootes befand und dass er Arbeiten in unmittelbarer Nähe der Wellenkupplung durchführte. Zu diesem Punkt liegen vom Rechtsbeistand der Beteiligten einige Zeugenbefragungsanträge vor. Als ersten Zeugen bitte ich Herrn Otto Maas. Wollen Sie bitte hier Platz nehmen.
Die übrigen Zeugen darf ich bitten, so lange draußen zu warten. Herr Maas, Sie hatten am Morgen des Unglückstages an Bord des U-Bootes zu tun. Sie und zwei Ihrer Kollegen waren mit dem Einbau einer Bordgegensprechanlage beschäftigt. Sie hatten auch im Maschinenraum zu tun, auch an der Stelle, an der sich später das Unglück ereignet hat? Ja, ich habe bestimmte Positionen nach unserem Plan markiert, an denen die Lautsprecher und Mikrofone angebracht wurden. Ja, aber ich fragte Sie, ob Sie auch an der Stelle zu tun hatten, an der sich dann später das Unglück ereignet hat. Ich weiß nicht genau, wo sich der Unfall ereignet hat. Aha, dann schauen wir uns die Stelle doch mal an, Herr Maas. Hier an dieser Stelle starb Erwin Bartelt. Nein, an dieser Stelle hatte ich keine Markierung vorzunehmen. Aber von Ihrer Position aus konnten Sie diese Stelle sehen? Ja. Also wenn dort jemand gearbeitet hätte, dann hätten Sie das bemerkt? Ja. Dann, Herr Maas, habe ich nur noch ein paar Fragen. Wann waren Sie im Maschinenraum? Wie lange haben Sie hier noch zu tun? Wie lange? Und wann haben Sie ihn verlassen? Um 5 bin ich draußen. Um 6 verlegen wir an den Nordkai. Sagen Sie das auch Ihren Kollegen. Hm. Also rechtzeitig von Bord. Ich sag Bescheid. Herr Kran, Sie waren also am Morgen des Unglückstages auch an Bord des Bootes. Wer hat Ihnen gesagt, dass die UX-3 um 6 Uhr ablegen würde und dass Sie und Ihre Kollegen den Maschinenraum rechtzeitig verlassen müssten? Wer hat Ihnen das gesagt? Ja, das war der Kollege Maas. Und kurz vor 5:30 da hat mich der Kapitän gefragt, wo die anderen Kollegen sind. Und da habe ich gesagt, die Monteure sind an Deck. Ja, und die haben dann ja auch über die Sprechanlage Verbindung gehabt mit uns. Die Gegenanlage war nämlich gerade fertig geworden. Wir hatten zwar eine halbe Stunde mehr eingeplant, aber naja, also die waren an Deck. Ja, danke schön. Das genügt wohl, Herr Dr. Niesen. Ja, natürlich. Gut. Ich habe aber noch ein paar Fragen an Herrn Wolters, den Leiter der Maschinenbauabteilung. Und dazu brauche ich auch Herrn Schwormstedt. Bitte die Zeugen Schwormstedt und Wolters. Herr Wolters und Herr Schwormstedt, bitte. Herr Schwormstedt. Zunächst eine Frage an Sie. Herr Wolters hat Sie am Freitagabend nicht angerufen. Das ist doch richtig. Ja. Ich meine, er hat mich angerufen. Aha. Und daraufhin haben Sie ihm eine Nachricht hinterlassen. Ich habe ihm einen Zettel auf den Schreibtisch gelegt. Er sollte mich dringend anrufen. Wann? Am Montag doch. Montag früh. Montag früh um 5. Dann ist Herr Wolters schon immer im Büro. Ja, hat Herr Wolters nun angerufen? Ja. Aber da war ich nicht mehr da. Ich hatte ganz vergessen, dass ich ab Montag Nachtschicht hatte. Herr Wolters, Sie finden auf Ihrem Schreibtisch eine Nachricht von Herrn Schwormstedt. Vom Freitagabend. Am Montag morgens früh um 5 Uhr. Eine dringende Nachricht. Was haben Sie daraufhin unternommen? Ich habe versucht, Schwormstedt zu erreichen. Ach, und damit war der Fall für Sie ausgestanden. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ausgestanden. Herr Dr. Niesen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, und zwar in sehr eindringlicher Form. Dies hier ist ein Seeamt und kein Tribunal für ein Kreuzverhör. Herr Vorsitzender, ich bitte Sie, mir Gelegenheit zu geben, einen Sachverhalt aufzuklären, der auch entscheidend für die Findung des Seeamtsspruches sein dürfte. Ja, aber bitte machen Sie es kurz. Ja. Herr Wolters, das Wort dringend, das muss doch eine Alarmwirkung bei Ihnen ausgelöst haben. An diesem Morgen hat sich alles überschlagen. Die Werftleitung verlangte ganz kurzfristig von mir, die UX-3 eine halbe Stunde früher zu verholen. Ich will nicht sagen, verlangte, die Werftleitung hatte angefragt und da. Oder habe ich eben auch angefragt bei Kapitän Brodersen. Das geht, die UX-3 schon um 5:30 zu verholen. Na, dabei spätestens hätte ich noch auffallen müssen, dass noch immer keine Meldung von Erwin Bartelt vorlag. Auf Erwin Bartelt konnte ich mich immer verlassen. Er war zuverlässig und stets hilfsbereit. Hier, nimm da meinen 27er. Na, fertig? Na, du bist gut. Was sagen Sie da, fertig? Sie machen wohl Witze.
Sorgen Sie erstmal in Ihrer Werkstatt dafür, dass Sie anständig arbeiten. Lassen Sie sich mal den Schrott zeigen, den die uns geliefert haben. Wir machen jetzt Feierabend, Herr Wolters. Wir haben schon eine Stunde rangehängt. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Erwin. Was sagst du denn dazu? Mensch, ihr könnt mich doch nicht hängen lassen. Montag früh um 6 muss die Maschine laufen. Die läuft auch. Den Rest hier mache ich allein fertig. Ja, du kennst mich doch, oder? Die Zusage Ihres Kollegen Bachtelt hat Sie nicht von der Pflicht entbunden, sich höchstpersönlich darum zu kümmern, ob die UX3 wirklich betriebsfertig war. Besonders da Sie, Herr Wolters, die UX3 eine halbe Stunde vorher verholen ließen. Herr Vorsitzender, meine beiden Mandanten, Kapitän Brodersen und der zweite Ingenieur Vetter, sind gewiss nicht von einer Mitschuld, die zu diesem tragischen Unglücksfall führte, freizusprechen. Oh nein, aber ich bitte Sie, in Ihrem Spruch die Ursache, die zu dieser Mitschuld führte, zu berücksichtigen. Denn mitschuldig ist auch die Werftleitung. Sie ist nämlich verantwortlich für den Stress, für die Angst um den Arbeitsplatz, um die Existenz, die besonders die älteren dort arbeitenden Menschen erfasst hat. Menschen. Ja, das hat man vergessen. Menschen mit all ihren nicht einkalkulierbaren Schwächen. Und diese Menschen machen Fehler. Ganz kleine manchmal. Und die können tödlich sein. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, Herr Vorsitzender. Meine Herren, ich schlage vor, dass wir uns nach Abschluss der Befragung zur Beratung zurückziehen. Wir machen jetzt eine Pause von einer Stunde. Ich gratuliere. Allzu schlimm kannst du nur mit deinen beiden Sorgenkindern wohl nicht mehr werden. Was machst du jetzt? Ein Anwalt mit einem Heiligenschein. Oh. Keine Aufträge, keine Honorare. So ein Heiligenschein verblasst schnell. Gott sei Dank hat man nicht mehr Sternstunden. Mein Honorar zahlt die Werftleitung. Mhm. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Der Unfall mit Todesfolge des Maschinenbauers Erwin Bachtelt während eines Verholmanövers der UX3 wird mit einer Beanstandung der Aufsichtspflicht des Kapitäns Gerd Brodersen und seines zweiten Ingenieurs Franz Vetter geahndet. Von einem Patententzug wird wegen einer Mitschuld der Werftleitung abgesehen. We'll be right back.